Im Mekka der Spieler und Showgrößen rollt der Dollar wie nie zuvor. Die Casinotheater überbieten sich in Sensationen. Publikumsmagnet Nummer 1 sind die Zauberkunststücke von zwei jungen Deutschen, von Siegfried und Roy. Der 36-jährige blonde Siegfried Fischbacher, ein gebürtiger Rosenheimer, und Roy, 31 Jahre alt, bürgerlich Uwe Horn aus Bremerhaven, zählen heute zu den ganz Großen der Magierzunft. Ihre Präsentation demonstriert, dass Magie keine Frage des Tricks, sondern des Stils ist. Noch immer gehört es zum Prestige eines Unterhaltungskünstlers, im Neongewitter von Las Vegas namentlich aufzuscheinen, mit Marlene Dietrich, Frank Sinatra, der Streisand oder Telly Savalas im blinzelnden Vis-à-vis. Nicht die Größe der Leuchtbuchstaben entscheidet, Erfolge rieseln auf und werden ausradiert. Die, die jährlich wiederkehren wie Zugvögel ins heimische Nest, angelockt von Gagen, die nirgendwo sonst geboten werden, haben internationales Format bewiesen und hinterlassen wie die großen Stars von Hollywood neuerdings ihre Fußstapfen und Handabdrücke für die Nachwelt. Neben Clint Eastwood und Sammy Davis Jr. im Las Vegaschen Olymp jetzt auch Siegfried und Roy. Seit 28 Monaten sind sie die Schlussattraktion von Halleluja Hollywood, der Monate im Vorhinein ausverkauften Supershow, deren Ausstattung 5,5 Millionen Dollar kostete. Das Einstudieren des Showakts mit dem 5 Jahre alten Löwen Leo, der zweijährig als wildes Tier gekauft wurde, dauerte 10 Monate. Roy trainiert die lebenden Requisiten der Zauberattraktionen. Der ständige Kontakt zu den Wildkatzen, besonders zu den eifersüchtigen Tigern, ist lebenswichtig. Die abergläubischen Artisten erwarben die Tiere nach Horoskop. Ihre Sternzeichen und die ihrer Herren harmonieren. Mit meinem Ass oder Deszendenten stimmte offensichtlich etwas nicht. Pfund Fleisch pro Tag frisst allein der Löwe. Das Futter für alle kostet wöchentlich 500 Dollar und mehr. Musik
Vor 7 Jahren richteten sich Siegfried und Roy in Las Vegas häuslich ein. Die Stationen der 15-jährigen gemeinsamen Karriere klingen lakonisch. Engagements als Zauberkünstlerpaar auf Hochseeschiffen, im Hansa-Theater Hamburg, Casino Monte Carlo, Folie Bergère und Lido Paris und Las Vegas. All die Rückschläge, Hunger, Verzweiflung und Heimweh der Anfangsjahre erscheinen ihnen heute wie ein böser Traum. Was war Ihr allererster Trick, Siegfried? Sie haben bestimmt also das Zauberkunststück, das Sie zuerst genannt haben. Vielleicht können wir, Johanna, hast du einen Fruchtkorb? Und ich möchte Sie bitten, wenn Sie nur eine Apfelsine... Das ist Johanna, meine Mutter, das ist Frau Dünser. Johanna lebt an für sich mit uns, aber alle 6 Monate geht sie dann wieder mal nach Hause, nach Deutschland, um ihre Enkelkinder zu sehen. Gibt Frau Dünser den meinen Korb, dass sie eine Apfelsine inspiziert. Ja, also, danke schön. Ja. Ist die in Ordnung, ja? Danke. Ja. Ein Messer noch? Ja, ich mache das etwas kürzer. Und zwar hat er Folgendes gemacht, der Zauberkünstler. Der hat eine Obstschale gehabt und eine Apfelsine. Und er hat die aufgeschnitten. Mhm. Und es ist nun Folgendes, was ziemlich lustig war in der Sache, ist, in der Apfelsine war ein Ei. Aha. Ja, das Verrückte an der ganzen Sache war bei dem Zauberkünstler, der hat dieses Ei genommen, ja, hat einen kleinen Vogelkäfig gehabt, ein bisschen hoch, hat das Ei aufgeschlagen, okay, und da ist der Kanarienvogel. Mein ganzer Traum war, zu der Zeit war Kalanak sehr berühmt in Deutschland. Das war eines der größten Illusionisten. Und der Priester, der Pfarrer, der hat mir ein Ticket gegeben, nach München zu fahren, ins Deutsche Theater, um seine Show zu sehen. Und da bin ich natürlich drin gesessen. Und das war für mich die Sache. Wir hatten ein Malergeschäft zu Hause, ein Maler- und Farbengeschäft. Also meine Leute waren Geschäftsleute, wie man so sagt. Und die wollten, dass ich einen ehrbaren Beruf erlerne und für so etwas, für Showgeschäft überhaupt keinen Sinn dafür hatten. Der größte Sorge von meiner Mutter war, dass in meinem Passport mal drinstehen könnte, Illusionist oder Zauberkünstler. Steht das jetzt? Es steht Entertainer drin. Und wie sind Sie dann weggekommen? Ich meine, erzählen Sie ein bisschen. Ich bin mit 17 Jahren dann ins Hotelfach. Was haben Sie da gemacht? Hotelfach, ich habe vom Bartender, ich habe das Hotelfach vom Grund auf erlernt. Mhm. Kellner, Bartender und so. Ich war in Italien, in der Schweiz. Und dann wollte ich eben die Welt auch kennenlernen. Und dann habe ich auf der alten Berlin, als Steward angeheuert. Und wann sind Sie dann mit Roy zusammengekommen? Ja, das ist vielleicht ein entscheidender Punkt. Die Sache war eigentlich ein Accident. Wie sagt man? Zufall. Ein Zufall. Und Roy war auch Steward. Auf dem gleichen Schiff? Auf dem gleichen Schiff. Und wenn ich vorgeführt hat, hat Roy serviert. Und der hat immer meinen Akt mitbeobachtet. Und mich hat natürlich das Showbusiness und das alles auch sehr interessiert. Und dann auf dem Schiff ein Zauberer, ja, das ist auch sehr interessant. Denn welcher Junge will nicht Zauberer oder Dompteur oder mit dem Zirkus durchbrennen? Ja, darf ich kurz einflechten? Ihr vorhergehender Lebensweg war ganz normal. Sie sind einfach aufs Schiff gegangen, oder was haben Sie gemacht? Er ist von der Bordkante. So ungefähr. Ich bin in Bremerhaven, Nordenham, bin ich aufgewachsen. Ah, da war das naheliegend auf ein Schiff. Und ja, an für sich ja. Aber ich wollte immer gerne Dompteur werden. Und meine Eltern waren natürlich ganz dagegen. Allerdings habe ich eine Tante gehabt. Die hat sehr viel Verständnis für mich gehabt und die hat mir eines Tages einen Cheetah, einen Geparden, geschenkt. Zum Schrecken meiner Eltern. Also mein Wunschtraum war mal so weit erfüllt, aber immerhin, es fehlte noch zum Dompteur. Und dann sagten sie, naja, auf jeden Fall, also erst einmal musst du einen vernünftigen Beruf lernen. Und dann habe ich gedacht, ich gehe aufs Schiff, heuer beim Läutern, dann sehe ich zu gleicher Zeit auch die Welt. Aber dann, der Gepard war mal zu Hause und dann, wenn ich den Siegfried so beobachtet habe mit seiner Zauberei, mit seinen Kaninchen aus dem Zylinder und so, ich gedacht, muss doch eine Möglichkeit geben, auch das irgendetwas mit einem Geparden zu machen. Und dann haben wir mal abends an der Bar, haben wir ein Bier gehabt und dann habe ich gesagt, hör mal. Und dann habe ich ihm so das erklärt
Und damit war der erste Grundstein für unsere neuen Illusionen gelegt. Ich hab mir gedacht, er ist ja wohl ein Gepard. Ja, da kann man viel erzählen. Und tatsächlich, die nächste Reise sagte, komm mal eben auf meine Kabine und da ist dieses fauchende Monster da in seinem Bett. Sie ja, haben das, ja. Mit, das mitgenommen. Ja. Durften Sie das? Nein, eben nicht. Nein, nicht. Aber das war eben meine Idee. Das war Wenn ich mit Siegfried zusammengehe, durch die Zauberei, die schon sehr viel Anhang hatte und schon im Programm gedruckt wurde, würden die mir das nicht wieder wegnehmen. Also damit hatte ich die Gelegenheit, mein Tier mitzunehmen. Und wir haben gearbeitet und gearbeitet Wie haben zusammen. Sie sich angefreundet mit dem Tier? Ich meine, das war ja wohl das Erste. Er hat sich nie richtig angefreundet. Nein, konnte nicht. Weil das Tier ist mit mir aufgewachsen. Es ist ein Manntier, wie man so sagt. Das und das ist das eben, was es gefährlich gemacht hat für ihn. Er war wunderbar so herum. Nur ich war eben die Nummer eins für ihn. Und damit haben Sie deswegen, dann Roy eingebaut? Ja, genau. Das war meine Chance, reinzukommen. Also dann haben wir den Sturzberuf abgelegt. Dann haben wir nur noch die Kreuzfahrten, die Vergnügungsreiten. Und ist das gleich auf der einen Fahrt gewesen, nein, oder das nicht? Das war nur so. Ich hatte nun Roy mit eingebaut und das Tier mit eingebaut und es war ein großer Erfolg. Mhm. Ihr seid doch irgendwie aneinander gekettet. Ich meine, wenn man beruflich so etwas was macht wie Sie beide, das kommt, verstehen Sie das nicht, es kommt wie einer Ehe gleich. Gibt es bei euch Streit? Ja. Gibt es bei euch... Natürlich, das gibt es bei uns genau. Ja. So, vom Süden und vom Norden, das kann nicht immer gut gehen. Feuern ja, aber im Großen und Ganzen ist es eigentlich... Weil wir haben geschäftlich und in unserem Beruf gesehen, haben wir die gleichen Ideen und mögen wir den gleichen Weg. Teilt ihr euch das Geld auf, oder wie macht ihr das? Ja, alles ist 50-50. Alles 50-50. Alles, ja. Das sagen. Wir haben mit 90 Mark angefangen. Mit 90 Mark. Mark am Abend. Und darf man fragen, was Sie jetzt verdienen? Ich muss sagen, wir haben noch nie so viel verdient, aber ich habe noch nie so wenig gesehen. Denn die Unkosten sind sehr groß, wenn man die Versicherungen, wir haben jetzt 5 Tiere. Und je mehr man verdient, umso mehr gibt man aus. Sind Sie Millionäre? Auf dem Papier, ja. Auf dem Papier vielleicht, ja. Die Creme der kalifornischen Gesellschaft zählt zu ihren Freunden. Darunter Hollywood-Star Cary Grant, mit 72 Jahren nur noch erfolgreicher Geschäftsmann und hier in besonderer Mission. I have the privilege. Es ist mir eine große Ehre, den Magierpreis des Jahres zu überreichen. Darauf bin ich besonders stolz, weil ich die Attraktion, die ausgezeichnet werden soll, mir schon viele Male angesehen habe. Und auch viele meiner Freunde animierte, mit mir zusammen diesen sensationellen Showpart zu bewundern. Ich könnte mir wirklich niemanden Besseren vorstellen, der dieses besonderen Preises würdig wäre. Ich war vor vielen Jahren in Varietés in England und ich habe alle Arten von Zauberkünstlern gesehen, vor allem die Meister ihres Fachs. Ich habe Ching Ling Su erlebt. Das ist lange her. Wie lange können Sie an der Farbe meiner Haare erkennen? Um 1920 bei einer Überfahrt über den Atlantik auf der Olympic war ich mit Houdini zusammen. Ich war noch sehr jung damals. Was waren das für Könner? All die großen Magier. So verblüffend. Aber ehrlich gesagt, ich war nie von einem Illusionsakt mehr beeindruckt als von diesen beiden. Als ich sie zum ersten Mal sah, hat es mich buchstäblich vom Stuhl gerissen. Sie wissen, wen ich meine. Well, you know who I'm talking about. It's Siegfried and Roy. Now, come on up. Cary Grant ist vom Fach. Er hat in jungen Jahren wie Orson Welles bei Houdini zaubern gelernt, es allerdings nie professionell ausgeübt. Thank you very much. I don't know how I express myself. Siegfried, bei solchen Anlässen immer den Tränen nah, ich bin schrecklich sentimental, überlässt die Dankesrede Roy. Solche Preisverleihungen sind für die beiden, die sich im fremden Land sympathisch offen zu ihrem Geburtsland bekennen, fast schon Routine. Viermal wurde ihnen der Las Vegas Entertainment Award überreicht, der Oscar des Showgeschäfts, den bisher nur Sammy Davis Jr., Sinatra, die Streisand und Liza Minnelli erhielten.
Der preisgekrönte Illusionsakt mit dem Tiger ist wirklich sensationell. Urteilen Let Sie selbst. Let me do something very special for you tonight. Let me do it with a 650-pound Bengal tiger. How do you like that? Yeah. 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 Können bei einer Show alles auf einmal verlieren. Wir können ein Accident, einen Unfall haben auf der Bühne mit den Tieren, was immer möglich ist. Immer, wir wollen ja, also nicht das hoffen, ist da. Aber die Art, wie wir arbeiten, es ist drin. Ist sehr gefährlich. Ist eine Furcht in Ihnen oder eine Angst, dass das passieren könnte? Nein. Eine Angst diesbezüglich ist nicht. Es kann nur etwas passieren. Na, nicht mit mir, also ich kann das. Aber man weiß nie. Die Angst ist vielleicht da, dass man morgen eben nicht mehr im Geschäft ist. Genau, das Showgeschäft, da ist die Tiefen und Höhen. Heute ist man ganz oben und morgen kann man ganz unten sein. Und so genießen Sie das jetzt. Ein paar Stunden Sorglosigkeit zwischen Arbeit und Schlaf. Mit der jungenhaften Zufriedenheit, Ihr Publikum Abend für Abend im wahrsten Sinn des Wortes zu bezaubern, das Unmögliche möglich werden zu lassen, Erfahrungen und Erkenntnisse ins Wanken zu bringen, der Logik ein Schnippchen zu schlagen und, was mehr ist, sich selbst scheinbar unerfüllbare Kindheitsträume, wie jeder von uns sie hat, erfüllt zu haben.